Herzlich willkommen hier bei uns auf der Stone Ranch. Wir bewirtschaften einen Biolandbaubetrieb mit rund 70 Hektaren Land, Ackerbau, Mutterkuhhaltung, Aberdeen Angus-Zucht und Pferdepension mit Hofladen und Gästebewirtung. Aufgrund des Klimawandels haben wir immer mehr auch Probleme mit extremen Witterungsbedingungen. Dazu gehört im Speziellen die Sommertrockenheit sowie auch Perioden mit starken Niederschlägen. Wir haben viele Jahre das Kurzrasenweidesystem gehabt und haben uns jetzt nach einem neuen System umsehen müssen. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir auf unserem Betrieb das System Mobgrazing oder Hochgrasbeweidung etabliert haben. Durch einen Freund sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen mit Mobgrazing. Wir haben versucht, die Grundideen von Mobgrazing an unsere Schweizer Verhältnisse anzupassen. Dazu gehört die lange Rastzeit und die kurze Besatzzeit. Im Unterschied zum klassischen Mobgrazing-System fressen unsere Tiere den Bestand etwas tiefer ab, um die Flächenproduktion möglichst hoch zu halten. Ein weiterer Unterschied auf unserem Hof ist, dass wir ein gemischter Betrieb sind mit Ackerbau und Futterbau. Und wir möchten den gesamten Ackerbau ins Beweiden einbeziehen. Unser Weidesystem beginnt im März mit dem Beweiden von alten Kunstwiesen und Zwischenfutter, welche danach umgebrochen werden für Kartoffeln und Mais. Sobald das Graswachstum voll im Gang ist, stellen wir um auf Hochgrasbeweidung. Wir erstellen Tageskoppeln mit der Portion für einen Tag. Wir beweiden so Kunstwiese, Naturwiese und auch Zwischenfutterbau. Der entscheidende Punkt für uns ist nicht, wie tief sie abfressen, sondern dass der Wiederaustrieb geschützt wird. Deshalb haben wir den sogenannten Backfence, der schützt die abgeweidete Fläche vor Wiederbeweidung. Um die trockenen Sommermonate zusätzlich zu überbrücken, haben wir Sudangras mit Kleeuntersaaten in unser Weidesystem integriert. Für uns ist das System nicht in Stein gemeißelt. Im Ausland wird es auch Adaptive Grazing genannt. Also wir müssen jederzeit flexibel auf den Pflanzenbestand eingehen können, damit wir im richtigen Moment umtreiben. Nun interessiert uns natürlich, was im Boden passiert bei diesem Weidesystem. Mit der langen Ruhezeit können die Pflanzen viel Blattmasse aufbauen. Aus der Forschung ist bekannt, dass die Pflanzen aufgrund der großen Blattmasse über die Photosynthese auch viele Assimilate in den Boden abgeben können, was wiederum einen positiven Effekt auf den Humusgehalt im Boden hat. Mit dem höheren Humusgehalt im Boden erreichen wir auch eine höhere Wasserspeicherfähigkeit für die Pflanzen. Und dieses Wasser kann dann über längere Zeit von dem Bestand wieder genutzt werden. Dazu kommt, dass ein hoher, dichter Bestand den Boden besser beschattet und ihn so auch länger vor Verdunstung schützt. Durch die lange Ruhezeit des Bestandes können die Pflanzen viel in ihre Wurzelmasse investieren und machen so tiefere Wurzeln. Durch die tiefen Wurzeln können sie auch Wasser aus tiefer gelegenen Bodenschichten erreichen und wiederum bei Starkregenereignissen das Wasser auch besser aufnehmen und in den Boden bringen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bestand den Boden vor Austrocknung durch Wind schützt. Dazu kommt, dass ein bewachsener Boden sich weniger stark erhitzt. Ein Vorteil des täglichen Umtreibens ist die gute Herdenkontrolle bei jedem Umtrieb. Somit sehe ich jedes Tier einzeln und kann gesundheitliche Probleme schnell feststellen. Zudem ist die Mensch-Tier-Beziehung dadurch auch sehr gut. Die kurze Besatzzeit bietet auch in der Kälbergesundheit enorme Vorteile gegenüber Parasiten und Krankheiten, da die Tiere täglich auf eine saubere Fläche kommen. Das System entspricht dem natürlichen Verhalten des Rindviehs. Einerseits durch das Wandergrasen und andererseits durch die höheren Pflanzen können die Tiere von oben nach unten fressen. Durch die verbleibende Blattmasse und der Schonung des Wiederaustriebs
beobachten wir auf unserem Betrieb eine längere Ertragssicherheit im Sommer und stresstolerantere Pflanzen. Wirtschaftliche Vorteile sehen wir, indem wir die ganze Saison die Tiere auf der Weide haben. Somit entfällt bei uns die Stallhaltung. Wir müssen kein Futter konservieren und wir haben eine bessere Tiergesundheit. Zudem entfällt das Einstreuen sowie auch das Hofdünger ausbringen. Das System mit der Hochgrasbeweidung hat auch deutliche Vorteile, indem wir viel weniger Traktorstunden haben und dadurch Energie einsparen können. Wir machen dieses System jetzt seit 6 Jahren. Und nebst vielen Vorteilen gibt es natürlich auch Herausforderungen. Sie bestehen in der Beschattung der Tiere, mit dem Beschaffen von Tränkemöglichkeiten und mit dem Mäusebefall in Naturwiesen. Aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels lohnt es sich für alle, ihr Weidesystem von Zeit zu Zeit zu überdenken. Es sind noch nicht viele Betriebe in der Schweiz, die ein solches System der Hochgrasbeweidung anwenden. Und für viele, die ein klassisches Weidesystem haben, sind diese Ansätze sicher gewöhnungsbedürftig. Das System der Hochgrasbeweidung eignet sich für Betriebe, die in sommertrockenen Gebieten liegen und ihre Tiere während der Weidesaison mit Weidefutter ernähren wollen. Dafür können auch Fruchtfolgeflächen mit eingebunden werden in dieses System. Das vergrößert die Futterbaufläche während der Saison. Wer sich für dieses System interessiert, braucht sicher eine Portion Experimentierfreudigkeit. Dazu hilft auch der Austausch mit anderen Landwirten und Landwirtinnen, zum Beispiel in den Arbeitskreisen von ProBio.